Hallo Wen. Ihr schickt eure Kinder zu Dämonen. Mein Kind, mein liebes Kind, schreibe, meine Tochter, und höre, was ich, deine heilige Mutter im Himmel, heute den Kindern der Welt zu sagen habe. Ihr seid verblendet und blind gemacht. Die Wahrheit seht ihr nicht, und dem Teufel folgt ihr nach. Wisst, dass wenn ihr nicht ausbrecht aus den Lügen, dem Schein, der Glanzwelt und dem Teufelskreis, dass euch eine Ewigkeit voller Schmerz erwartet. Euer Leiden wird immens sein, und keinen Ausweg wird es dann mehr für euch geben. So nutzt jetzt eure Chance, die euch noch verbleibt, und kehrt um, denn bald schon wird es zu spät für euch sein, und wer nicht umgekehrt ist, sich nicht zu meinem Sohn, eurem Jesus, bekannt hat, den werden bittere Zeiten erwarten, denn seine Ewigkeit wird voller Leid und Pein sein, und die Vorwürfe, die er sich selber machen wird, weil er nicht gehört hat, werden ihn innerlich zerreißen. Meine Kinder, tut euch diese Qual, die ewig andauern wird, nicht an. Ihr selbst seid verantwortlich für euer Handeln. Ihr müsst euch für Jesus entscheiden und eure Kleinen auf den Weg bringen, denn ohne ihn werdet ihr alle verloren gehen, und wie wird euch wohl zumute sein, wenn ihr seht, wie eure Kleinen leiden müssen, weil ihr ihnen den Weg in die Hölle bereitet habt? Haltet euch fern von Halloween und Teufelsdingen, denn nur Jesus ist euer Weg. Sagt nicht, nur eine Party, und lasst eure Kinder nicht in die Fallen des Bösen laufen. Sagt Nein zu Halloween und Totenköpfen, zur Banalisierung und Verspassung dieses und anderer satanischer Kulte. Ihr schickt eure Kinder zu Dämonen und dem Teufel und werdet dafür die Verantwortung tragen müssen. Sagt also Nein zu allem, was nicht von meinem Sohn kommt, und brecht aus dieser Schein- und Lügenwelt. Feiert eure Feste bedächtig, und haltet besonders die katholischen Feierlichkeiten aufrecht. Sie sind ein Geschenk des Himmels für euch, denn an ihnen fließen ganz besondere Gnaden auf die Erde herab. So begeht sie bedächtig und mit Liebe im Herzen und haltet euch fern von allem, was vom Teufel kommt. Ihr wisst nun um den Ursprung und die Schande des Halloween-Kultes, so lauft diesem Trend nicht hinterher und rettet eure Kleinen vor Dämonen, vor Banalisierung, vor Verteufelung und Normalisierung. Ihr seid verantwortlich. Bereitet ihnen also den Weg in den Himmel und lasst sie nicht in die Hölle laufen. Amen. In Liebe. Eure Mutter im Himmel, Mutter aller Kinder Gottes und Mutter der Erlösung. Amen. Halloween ist ein satanisches Fest und gefährlich für euer Seelenheil. Warnt eure Kinder davor und haltet sie fern, denn sie sind die Ersten, die angegriffen werden. Amen. Ich liebe euch. Gebt dieser Mode nicht nach. Sie ist satanischst. Amen.